Sie kann ja alles weg, das braucht ja kein Mensch mehr hier. Das mal alles funktioniert am Ende. Aber ihr seht, wie langwierig um das Wasser plötzlich her. Ach, da ist die Kamera. Okay. Da ist theoretisch die Kamera. Und hier ist dann ja nichts mehr, ne? Dann kann hier das ja alles zugemacht werden. Wie viele Ideen ich allein hier verworfen habe, ist unglaublich. Bei Elektronik arbeite ich auch mit Nein, ne? In die Holzwand, in die Hauswand. Was, du willst Elektronik da einbauen? Ja. Du kennst mich doch. Wie gesagt, wir können ja auch noch was draufbauen, ne? Also wir können ja sozusagen einen Käfig drumherum bauen. Ich will jetzt nur, dass wir da oben quasi erstmal... Wir haben kein Recht, diese Fabrik zu betreten. Wie neugierig der war, weißt du? Mehr. Sie müssen da hier das Skelett, das willst du dir hoch oder so, weiß ich nicht. Ja, das ist ein guter Freund von mir. Ach so. Wenn Sie auch so was haben wollen, da hinten ist eine Monsterfarm, da können Sie hin. Wollen wir so ein modernes Flachdach machen? Oder wollen wir... Ich bin am überlegen, ob wir nicht noch einen formschönen... weißt du? Was formschönes drumrum bauen. In Form einer Ziegelarchitektur. Also so wie die Monsterfarm quasi. Ja, weißt du, dass das... Also das, was wir jetzt hier in Weiß gebaut haben, ne? Das ist ja das, was notwendig ist, sozusagen. Und wir können ja, weil wir ja noch ein bisschen Technik draußen haben, durchaus ja noch irgendein Ziegelgebäude drumherum bauen. Ne? Ja, klar. Ich schaue jetzt, dass ich das so halbwegs irgendwie eingebaut kriege. Weil da muss nicht so ein hässlicher, riesiger, weißer Klotz stehen mitten in der Natur. Ja, natürlich, natürlich. Ich hätte es halt da oben so gelassen jetzt. Mal noch ein paar schöne Fensterchen rein. Also, wenn du von Weitem guckst, so scheiße schaut es gar nicht aus. Natürlich nicht. Also ich finde, von Weitem schaut es echt nicht schlecht aus eigentlich. Das war wieder was Modernes in unserer Welt. Haben wir ja so wenig von, ne? Ja. Bisschen dunkel hier, ne? Ja, ich mach mal ein paar Fackeln. Nein, 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 nein. Die, 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 die. Hör doch hier ein Enderman, oder? Ach, du willst deine geile LED-Leisten machen, ne? Mhm. So muss das sein. Also die Verbrennung funktioniert auf jeden Fall. So schön hell, weiß ich. Endlich mal Räume, wo es hell ist. Wollte gerade sagen, habe ich was falsch gemacht? Aber nein. Ich meine, wir können natürlich eine Zwischendecke noch einfügen. Wir müssen es nicht so hoch machen.
Sollen wir es so hoch lassen oder so niedrig? Wollt ihr es lieber hoch oder lieber niedrig? Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Hoch, alles klar. Auch in der Meer wird es jetzt nur hier. Wenn wir hier. Machen wir es hoch. Hier müsst ihr auch hochgehen, ne? Haben die kleinen Kühe jetzt mal weiter gedrückt oder wie schaut das aus? Heia, ist es hoch. Ich weiß gar nicht, ob die da drunter gehen. Soll ich mal ausprobieren? Doch. Okay. Hier kann man nichts Gutes tun, so wie es ausschaut. Nein, das kann man nicht. Mir ist nicht mehr zu helfen. Aber irgendwas stimmt doch hier noch nicht, oder? Ja, bei den Kühen stimmt bei mir was nicht. Ich bin einfach gerade zu blöd. Ich sag's dir. Lass uns mal über den Begriff gerade. Über was? Was? Ich hab's nicht verstanden. Nee, ist auch. Ist doch. Okay. Das ist. So. Machen wir es so. Sieht doch besser aus, glaube ich. Die sind so schwer zu treffen, die kleinen Dinger, ne? Sieht auch kacke aus, oder? Naja, dafür haben wir karibische Klänge. Immerhin. Ja. Ja, komm, dann machen wir es so. Wir wollen es ja hell haben, ne? Schlägt da schon wieder jemand sinnlos auf Kühe ein? Ja, ich komme gerade da drauf überhaupt nicht klar. Wieso weit hast du denn schon wieder, Jules? Hm? Ja, viele Probleme. Ja, doch, sieht ja relativ gut aus. Hier kriegt man, hier gibt's nichts, ne? Ja. Hm. Ja, passt schon. Und wer hält die erste Messe in unserer Kirche? Ja, du. Eben, wer sonst? Weiß ich nicht, irgendjemand, der. Du? Ja. Ich suche meinen Eingang. Was für ein Eingang? In die Schlachterei. Die hat keinen. Müssen wir über die alte Schlachterei rein? Mhm.
Ich glaube, ich korrigiere nochmal Jules hier. Oh. Alter, da kannst du ja verlaufen in der Schlachterei. Hallo. Guten Tag. Was magst du? Vernünftiges Treppenhaus. Es war ein offenes Treppenhaus. Ach Scheiße, offene Treppenhäuser gibt es nicht. Wo sind wir denn hier? Ihr mit eurem offen. Wir sind geschlossene Gesellschaft. Hier kommt keiner rein. Aber du musst halt immer den Durchblick bewahren. Brauchen wir nicht. Wir halten uns exakt an den Plan. Der Plan war halt scheiße. So, was ist hier los? Ja, die kleinen Scheißkühe laufen ja darüber. Wo laufen die nicht rüber? Wenn ich da jetzt vermehre, warte mal, ich mach mal kurz an den Spaß. Alter, geil. Au. Wo ist denn hier der Knopf? Der ist noch nicht da, der existiert noch nicht. Ich will ja erst, weil das funktioniert. Jetzt haben sie keinen Bock. Arno. Dann machen wir das mal kurz hier. Guck mal drauf. Ist ja egal, die kann man ja wieder rausboxen. Nee, vermehren, bla 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 bla. Guck, jetzt bleiben sie da hängen. Ja, du? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mit deinem Wasser ist. Man muss da unter... Warte mal. Aber müssen die nicht Wasser darüber haben, irgendwie? Warte mal, muss ich von der Seite mal... Ich weiß, auf was du hinaus willst. Wie komme ich am Dünnfest wieder hin? Guten Tag. Am Sonntag soll Gottesdienst sein, habe ich gehört. Hm, wie vor? Weiß ich nicht, mit Pastor Mumpitz. Ich weiß, was du meinst, Puzzle, ja. Theoretisch müsste da in die Ecke. Da zum Beispiel. Nochmal. Also erstmal erschließt sich mir noch nicht so ganz, warum du hier mit Halbslopes arbeitest. Wieso nicht? Warum? Warum nicht? Wie willst du die denn da rüber? Meinst du, die gehen da freiwillig rüber? Ja, wenn ich da ja einen ganzen Block drauf gebe, dann kommen ja die großen Kühe wieder mit, guck. Also irgendwie habe ich das Gefühl, du hast das System, was ich dir da aufgebaut habe, noch nicht so richtig verinnerlicht. Komm, bring mal die Kühe um. Mach mal tot, komm. Wenn man nicht mehr weiter weiß, reißt man alles ab. Habe ich schon mal erwähnt, wie schrecklich du aussiehst? Ja. Ja, erstens das. Und zweitens, mir ist extra Angst gemacht, dass Schulz sogar eine Kühe umbringt. Ich glaube, es sind der, nicht nur mit Kühe. Hühnern rumfummelt. Verstehe ich nicht. Ja, fummeln und töten ist ja was ganz anderes. Hier können wir ja theoretisch ist, Glas reinmachen. Das eine macht Spaß und das andere ist mit mir. Das, theoretisch, wie soll ich sagen, ich mache halt gern Rinderfilet. So. Ist ein gutes Argument. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Also hier müsste, das Wasser müsste hier passen, ne? Warte mal, wir testen. Ist eins zu lang. Also theoretisch hier. Z.
Sehr gut. Ja. Da. Das heißt, wenn man jetzt hier eine Kuh reinwirft. Ohne dass ich es aussammle. Genau. So, das geht. Alles klar, dann haben wir das schon mal. Jetzt. Danke. So. Stufe habe ich mitgearbeitet? Nein, mit Treppe. Treppe heißt es. Treppe. Mit Treppe habe ich gearbeitet. So. Wie habe ich das denn gemacht? Also, es wäre ja eigentlich ganz sinnvoll. Wie viel haben wir denn? Eins, hier. Eins, Wasser, Treppe. Hier. Und hier. Geht ja, ne? Hier können wir ja frei machen, genau. Machen wir erstmal weg. So, der Werfer kommt hier hin. Und da. So, ne? Ja. Dann brauchen wir eine Trapdoor. So. War das hier richtig? Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, war das hier richtig oder? Diese Falltüren habe ich doch für was anderes benutzt. Die müssen eins höher, ne? Stimmt, ja, weil du hast sie benutzt, dass das Wasser nicht runtergeht. Richtig? Richtig. Ja, womöglich. So. Weil die Grundkonstruktion der Falle war nicht auf. Aber so haut's ja hin. So viele nebeneinander ausgelegt. Wasser rein. Aber dann passt die Falltür nicht. Die letzte. So, wo ist? Weil die macht ja zu, quasi. Ja, normalerweise sollen die auch zu sein und dann aber wieder geöffnet werden. Jetzt, hey, warte mal. Ich habe das auch nur einmal gebaut, weißt du? Ja, aber wenn du jetzt ja theoretisch da Wasser rein machst, dann läuft das ja da runter. Und dann gehen ja alle Kühe mit runter, oder? Passen die dann nicht durch? Aber die sollten ja gar nicht durch runter. Durch den Dreiviertel. Die großen Kühe passen dadurch das Dreiviertelsloch nicht durch. Man braucht immer so viel Material, das ist ätzend. Wenn ich hier einen Block drauf mache. Natürlich bin ich jetzt wieder im Weg. Und da einen Knopf drauf machen, funktioniert das, ne? Nein, kein Knopf dahin. Läuft das Wasser überhaupt runter? Nee. Na also. Aber da bei denen läuft es wahrscheinlich runter, oder? Dürfte aber nicht. Nee, dürfte echt nicht, ne? Warte mal, hast du einen Knopf? Mach doch meine Knöpfe nicht weg. Passt, ja. Hast recht. Bin schon leise. Oh. Okay, nicht einmischen jetzt, ne? Ich denke immer noch. Ich bin noch beschäftigt.
So. Weil wir ja mit Kühen laden, also diese Klappen sind nur dafür da, dass du Babykühe beim Bestücken sozusagen zurückhältst, ne? Und natürlich auch das Wasser zurückhältst. Da wir ja, mit kompletten Kühen laden, brauchen wir diese Klappen ja nicht unten. Ja, ist klar, weil wir ja wollen ja, dass die großen Kühe nicht durchgehen und wir... So. Ne? Ja. Machen wir hier zu. Machen wir zu. Dann nehmen wir uns mal Kuh. So. Und laden das mal mit Kühen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Müssen jetzt 20 Kühe drin sein. Bei 21 sterben sie, richtig? Weiß ich nicht. Jetzt hört mal auf, hier rumzuballern, weil ihr stört mich. Jetzt klatsche ich euch ein. Weißt du, baust da eine Kuh ein und die kriegt gleich Schaden. Ne, ich habe einen Schmetterling kaut. Ja, genau. Der arme Schmetterling, weißt du? Hoffentlich beißt er dich. Wir wissen, alle Schmetterlingsbisse sind ausgebrochen tödlich. So, dann machen wir hier hinten mal schön die Anlage. Siehst du, und jetzt sind wir nämlich ein zu niedrig, Jules. Du willst schon wieder Gaming sagen. Ja, ich weiß nicht. Heute will ich jeden beleidigen. Ich weiß nicht, warum. Du willst nur mich beleidigen. Ja, gut, das ist ja auch normal, aber... Alles muss man hier machen. Wenn wir was machen, dann werden wir beleidigt. Ja, weil er nur Scheiße baut. Willst du es einmal weiter nach hinten machen? Ja. Also da quasi, ne? Da wollte ich eigentlich einen Aussichtspunkt hinmachen, ne? So, sag mal. Hä? Kinders? Es stimmt doch vorne und hinten wieder was. Wir haben das doch vorhin ganz anders gebaut. Das ist symmetrisch, würde ich sagen, oder? Hey, im Folgen war die doch nur ein Block höher, oder nicht? Oh, so ist richtig. So ist richtig, ja. So ist richtig, genau. So, dann nehmen wir mal einen schönen Button. Was nehmen wir denn mal? Einen Button Down. Da es ja um Wasser geht, würde ich ja blau nehmen. Mach, blau. Wir müssen nur schauen, wie man das am besten... Wo ist denn der Knopf ungefähr? Dann baue ich da eine Treppe hoch zu dem Knopf. Da ist er, okay. Auf dem Block. Ich war's nicht. Und damit abonniert der Niklas Gaming für den Großmeister einen Monat noch bis zur Vollendung. Lieblingshuhn. Was hat er jetzt? 11 Monate in Folge. Was, seit 11 Monaten bin ich schon Affiliate? Boah, wie die Zeit vergeht. Immer noch nicht erfolgreich. Cool. Wenn ich jetzt drauf drücke, müsste das Wasser weggehen, ne? Ich hoffe. Weg. Hat geklappt? Wieder da. Jo. Und die Frage ist, ist es jetzt idiotensicher? Nicht dran fassen. Okay, es ist idiotensicher. Habt ihr gut gemacht. Ja, es ist gaming-sicher. Extra so gemacht.
Ich habe halt nur noch nicht mit Schwein getestet, weißt du? Er schaffe Schwein. Aber nur Schweine sollten funktionieren. Magst du Schweine, mache ich Schaf. Genau. Er schaffe Fledermaus. Wow. Und ist ein Schaf. Schwein. Ich hoffe, dass die Schweine nicht da durchpassen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 doofe Schweine. 16, 17, 18, 19, 20. Meinst du, die Schweine passen durch? Soll ich mal gucken? Ja, bis jetzt ist keins abgehauen. Ne, schaut da ganz gut aus. Kühe sind genug da. Wieso, hat schon jemand Kühe gefüttert? Ich nicht. Ja, wir haben nochmal getestet. So. Ah, die fallen schon fast runter, ne? Zu früh. Naja, das Problem ist halt, dass durch die neue Lösung ich da hinten ja keinen Doppelkolben habe. Das heißt, die Tür ja noch nicht, ne? Das ist ja nur in einer Höhe. Theoretisch können die da ja drüber. Und eigentlich müsste da noch ein Doppelkolben hin. Ja, dass vor oben noch eine runterfährt, meinst du? Mhm. Aber das ist ja nicht so das Problem, glaube ich. Die Frage ist nur, wenn das die Außenhaut ist, ne, dann ist hier das Loch, dann müsste hier der Kolben sein, richtig? Du, dann gibt's keine Terrasse. Hi! Ach, da bist du. Hallo! Lebt in Freiheit, meine Kühe! Nein, haut ab, ihr Kackkühe! Ich hasse euch. Aber das ist halt, wenn man das Ding schon bestückt, weißt du? Wenn man noch gar nicht fertig ist. Ich hasse diese Kühe. Macht doch nichts. Ich hasse es. Hauptsache, die stoßen mich jetzt nicht runter hier. Will mal einer kurz öffnen? Da? Ja, ja. Lass mal eben wegschwimmen hier. Alles. Schwimmen. 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 Stirb. 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 Das war zu früh. Jetzt! So, warte mal, dann müsste er hier ausgefahren, dann kommt der Kolben hier hin, ne? Ja. So! Brauchst du einen Block für den Kolben, Fussel? Wollen wir denn bei Holz bleiben oder sollen wir noch was anderes machen? Ja, würde ich machen. Würde ich machen. Habe ich. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie wir das sinnvollerweise verbinden. Da ist mein Signal. Wobei, warte mal. Müsste ja dann theoretisch daher kommen, ne? Wo ist das? So, zack und da runter. Irgendwie. Ja, wir gehen hier hinten her. Oder so. So, warte mal, was brauchen wir denn? Wir brauchten einen Redstone-Verstärker. Was sind denn das? Befehlsblöcke. Was machen wir denn damit? Kettenbefehlsblock. Bitte was? Ja, ja, richtig. Befehlsblöcke. Was ist denn Befehlsblock, den Befehl verweigert? Ist er dann ein Verweigerungsblock? Ja, das ist ein... Ein Befehlsverweigerungsblock, genau. Und kommt vor den, weißt du? Verstehe schon. Nee, hier muss alles, das muss ja immer alles weiß bleiben, ne? Da hast du mal eine gute Idee. Das ist aber ein Creeper? Ja. Wo? Ist nicht.
Lass doch mal den armen Creeper in Ruhe. Ich hab nichts gemacht. Was hast du für Pfeile alle? Tja. Das sind, warte. Sprechtal, was? Tal?